That was my very first Aeon. Hm. I grew up here in Besaid. This is my home. I became a summoner here. This is where I first met you. I have to protect this place. Yuna. The job's done. I see. Glad to see you're not hurt. Or are you? Aren't you going to be a father soon? What if something had happened to you? What then? Quiet, meanie! It's okay. Ich finde, er hat was sehr Schönes gesagt. What can I say? He's got a point. Für seine Art? Waka. If we die trying to save one memory, we risk losing them all. But what if it's a really important memory? Yeah, memories are nice, but that's all they are. It's an outbid saying, yeah? Das von Walker. Well, yeah, but... Yuna, you all right? Yeah, just fine. I'll be waiting! Talk about a one-track mind. Memories are just memories, yeah? If fiends ever come out of the temple again, I may really have to burn it. I guess so. But call me before you do. We'll save fire for our last resort. You got it. Und damit Mission abgeschlossen. So, einen Mondring gibt's noch oben drauf. Mehr nicht. So ein Mondring. Okay, wir sind in Besaid aber noch nicht fertig, Freunde. Schauen wir mal den Mondring nochmal an, was das ist. Wahrscheinlich auch wieder ein Silber-Item oder Accessoire, besser gesagt. Mondring. Wo ist denn der? Hä? Wasserring? Mondring, anhaltender Shell. Wow. Okay, und Ability, Medica hat Pain erlernt. Anti-Z, naja, ich mache erstmal Engel. Wahrscheinlich kriegt sie dann noch Erzengel. Dafür hat das sofort 2% ausgemacht, Wahnsinn. Findung von mir, okay, das für Wohnen, sie muss auf verschiedene Ausbildung, okay. I know. Okay, ich kann sie aber noch nicht nutzen. Man kann das später durchgucken, das weiß ich noch von früher. So, dann wieder auf Visay, ne? Die Monster aus dem Tempel sind erstmal erledigt. Falls ich mir Probleme geben sollte, gibt Walker bestimmt Bescheid. So, also ein Waschstab, die wirklich Durchhaltevermögen. Zeig mir, ob du als Revolver was taugst. Nope. Kein Interesse. Ich werde jetzt noch mal eben gucken, ob ich im Tempel etwas machen kann. Also in der Walhalle Puppe. Hey, Brother! So bored. Das ist voll der Spanner. So, hallo Lulu. Danke für Walker. Ohne dich wäre ich aufgeschmissen. So werde ich nie zu einem guten Vater. Okay, wir haben auch hier jeweils so einen Satz. I can see Yuna. Das ist lustig, wenn wir vorbeilaufen. Oh, da ist Yuna. Und wir haben ja noch den Besaged, das liebe Freunde. Den werden wir auch gleich einsetzen, aber... Wie gesagt, erstmal hier rein. Oh, darf ich nicht mehr rein? Oh doch, ich darf noch rein. Sind wahrscheinlich immer noch Monster hier drin. Natu. Und weg. Man, die... Ups.
Gegner bringen hier nicht allzu viele Erfahrungspunkte. Da. Das ist echt viel mit Monstern. Aber die Not Regener erlernt. Ich hatte mich schon gefragt, ob das nicht auch langsam mal der Fall sein müsste. Wie sie immer am Hüpfen ist. Also Juna. Wie süß. So, ich mag übrigens Junas Frisur, falls ich das noch nie, nicht noch schon mal irgendwann gesagt habe. Notmauer löst Notstationen Shell und Protoss aus, das ist ganz nett. Ist grundsätzlich auch nicht verkehrt, aber dadurch, dass Pain ja Weißmagier ist, wird der Shell eher negativ auf sie wirken. Von daher, ich mach mal die Wunderkerze. Lass ich die mal lernen. Ich wette, unten muss noch eine Schatztruhe sein in der Kammer der Astra. Alles andere würde mich sehr wundern. Hier ist nichts. Wenn man schon hier rein kann. Wow. Okay, das ist jetzt doch etwas enttäuschend, muss ich sagen. Ich finde es irgendwie schade. Das Spiel platziert an total offensichtlichen Stellen Schatztruhen. Also wirklich, wo man mehr oder weniger ausweichen muss, wenn man da langläuft, damit man nicht über sie stolpert. Kann man eigentlich hier hinten noch auf den... Hier auf den Knopf kann man nicht mehr drauf, okay. Aber an so Geheimverstecken, da ist natürlich nichts. Okay. Buchstaben in der Luft. Oh, komm schon. Ihr seid doch eh viel zu schwach. Todesurteil ist einfach eine Fähigkeit, die total überflüssig ist. Da kann man besser Tod einsetzen, den Zauber. Und wenn der nicht funktionieren würde, würde Todesurteil ohnehin auch nicht helfen. Oh, er lebt noch. Schon. Schau. Wie Bane da auch steht. Na, was hast du mir zu sagen? Was waren diese Handbewegungen? Das ist doch jetzt nicht wahr, oder? Ich kann keine zwei Schritte laufen. Die Monster sind nicht mal stark. Sie sind so schwach. So, danke. Danke, ich bin draußen. So. Und ich meine, die Kiste war hier drin. Suchsphäroidal. Der Suchsphäroid ist nur auf diese Insel, auf dieser Insel wirksam. Gebt ihn mir, wenn ihr die Insel verlasst. Wenn ihr ihn wieder braucht, kommt einfach her und nehmt ihn euch aus der Kiste. Wenn ihr den Suchsphäroid benutzt, fragt dann mir am besten den alten Mann im Zimmer gegenüber. Der Suchsphäroid ist nur, wenn ihr ihn nicht mehr braucht, gebt ihn einfach hier wieder vorbei. Ja. Gut, wir fragen den alten Mann nochmal, wie wir ihn nutzen müssen.
So, habt ihr schon die Höhle bei den Ruinen, Lady? Ja, ich war dort. Das Höhlen mit dem Eingang. Auch ich innerhalb der Höhle wurden scheinbar etwas mit 4 Ziffern versiegelt. Die Hinweise zu diesen 4 Ziffern sind über ganz Insel verstreut. Nur denn beginnt mit der Suche mit B, wird der Sensor aktiviert. Dort, wo der Ausschlag des Balkens am größten ist, gräbt man mit A. Falls die Suche erfolgreich ist, werdet ihr Minisphärophone finden. Schaut euch dann diese Minisphärophone mit A an und dann, tja, weiter weiß ich nicht. Doch, wer weiß denn, dass die Minisphärophone irgendwo verbuddelt sind? Vor allem, ich dachte, das Sphärophon wäre etwas, was Shinra neu erfunden hat. Warum gibt es dann hier Minisphärophone? Ja, ich denke mal, hier in der Stadt wird erstmal nicht viel sein. Come back soon! Ja, ist gut. Ich schau mal, was wir hier so finden. Oh, ein Chocobo. So. Hallo? Oh, so schnell. So schnell kriege ich dieses verdammte Kiesankraut nicht. Der war doch aber gerade in den roten Bereich gegangen, oder nicht? Nee, nix. Ich sehe nur Pflanzen. Boah, 84. Oh. Wäre schon recht dolle hier, ne? Wenn ich mit Beten mehr heilen kann, als wenn der Gegner Schaden zufügt, dann ist irgendwas falsch. Ich sie einfach nicht treffen kann. Ist er wieder schwächer? Monster nerven ein kleines bisschen gerade. Oh, der kann Feuer einsetzen. Interessant. Wird die Engel erlernt? Das geht alles gerade noch relativ schnell mit den Abilities. Erzengel, ist klar. Gute Kampffähigkeit erhält die HP komplett. Anti-Z kann nicht schaden, wenn wir den drauf haben. Was soll irgendwo was sein?
weiß halt nicht, wie genau der ist, dieser Spheroid. Wow, 1097, das ist schon krass. So muss er hier weg. Au. Ja gar nicht, weil Phönixfeder von Rico halt ja relativ viel. So. Schon ein bisschen nervig, der Wolframator. Hier oben vielleicht was drauf. Okay, jetzt wird es wieder ganz wenig. Ist doch bestimmt was, oder? Nein, nix. Ich soll mit Adern graben? Oh. Aha. So funktioniert das. Und jetzt? Muss ich jetzt die Zahl suchen? Also wir suchen wahrscheinlich eine Ziffer. Sieht irgendjemand eine Ziffer? Warum ist auch nichts? Wo soll denn hier was sein? Ist da etwas? Ne, das sieht so aus. Da! Oh mein Gott! Eine 9. Eine 9. Alles klar. Okay, ne, hier schlägt er nicht mehr aus. Ist klar, hier kann auch keiner mehr sein. Vermute mal, dass wir hier am Strand noch was finden werden. Vielleicht hier hinten sogar. Scheint keiner zu sein. Aber oh, hier ist ein Truhen, die ich aufmachen kann.
2500 Gil und eine X-Potion. Mehr hier oben, wo er ausschlägt, tatsächlich. Hier drauf wahrscheinlich kaum. Das ist schwerer als ich dachte. Ehrlich gesagt, hätte ich das gar nicht so erwartet. Und wird wahrscheinlich da, wo wir vorhin so ein bisschen rumgelaufen sind, auch noch einer sein. Dem Weg quasi zum Strand. Und hier irgendwo muss doch einer sein. Das kann doch nicht sein. Hier ist nichts. Schlägt hier aus. Ich meine, die Tatsache, dass er hier überhaupt ausschlägt, heißt ja, dass wir hier irgendwo was haben müssen. Aber er schlägt halt nicht so besonders stark aus. Mal, dann ist es ein roter Balken. Ich habe das Gefühl, wenn ich laufe, dann wird es auch noch mal kräftiger. Wahrscheinlich dann hier auf der Brücke gleich. Also auf der Brücke schlägt er echt erstaunlich weit aus, dafür, dass er hier gar nichts zu graben ist. Also hier am Strand muss irgendwo einer sein.
Ja, ist klar. Da oben macht es auch eigentlich keinen Sinn. Ich hätte jetzt gedacht, hinten irgendwo auf dem Strand. Ich finde es halt nur auch doof, dass die das überhaupt ausschlägt, wenn hier nirgendwo was ist. Das vermittelt doch schon einen völlig falschen Eindruck. So, und hier, wenn ich jetzt hier oben bin. Es war gerade im roten Bereich und jetzt kratzt er nicht mehr ansatzweise dran. Ich verstehe dieses Ding einfach nicht. Jetzt ist er wieder nicht im roten Bereich. Immer nur, wenn ich mich bewege. Dass er da halt mal drankommt. Gut, komm, ich... Ich meine, wir müssen nicht unbedingt alle vier finden. Wenn wir drei finden, ist das auch schon mal viel wert. Die letzte Ziffer können wir dann erraten. Gut, dann könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht im B-Sate doch noch einer ist. Hallo, Morbol. Wieder was anderes sehen. Als immer nur die ganze Zeit unten diesen Radar. Klingt nicht so lecker. So. Ich finde ihn immer noch süß. Easy as pie. So, und hier vorne ist er doch einmal sehr ausgeschlagen. Hier muss irgendwo einer sein. Anti-Z erlernt. Auch schön. Penny lernt immer sehr schnell alles. Sehr schlau, ein sehr schlaues Mädchen. Ja, komm, machen wir mal hier Gesundheit. Oh, da kommt man. Kann man runter? Was? Das war gar nicht von mir beabsichtigt. Das war jetzt eher ein Versehen. Oh. Gut. It's party time. Anything goes. Ja, natürlich. Ich will eigentlich momentan nur diese komischen Besuchsfeuer finden.
und Ability Wunderkerze erlernt. Das müsste, glaube ich, Juna gewesen sein, wenn ich das richtig im Kopf habe. Jawohl, Kreisel kann sie machen. Eisblitz, Wassersandalen, Reflektbrecher. Da kommt aber Kreisel. Das war ja nicht hier unten, das war hier oben eigentlich. Yuna, Manimas. Also wenn er schon mit drei Strichen ausschlägt, dann muss da was sein. Never underestimate Yuna.